Das sind winzige Tierchen, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Sie sind an sehr vielen Orten anzutreffen. Aber am wohlsten fühlen sie sich in ihrer Matratze und in ihrem Kissen, denn da ist es schön warm und feucht und sie finden reichlich Nahrung. Eine Matratze kann bis zu 2 Millionen Milben enthalten. Nachts kommen die Milben an die Matratzenoberfläche. Sie kommunizieren dabei mit Hilfe von Pheromonen. Diese erzeugen einen Geruch, der weitere Milben anlockt. Deren Exkremente enthalten Allergene, die sie einatmen. Genau das verursacht allergische Symptome wie eine verstopfte oder laufende Nase, Reizung der Augen und Niesen. Auch Schlafprobleme sind häufig darauf zurückzuführen. Sie sind gegen Milben allergisch? Dann unternehmen Sie etwas. Versprühen Sie die Lösung gleichmäßig mit Hilfe des Sprays auf den Bezug von Bett und Kopfkissen. Lassen Sie das Produkt mindestens eine Stunde und höchstens 2 Stunden lang einwirken, um den Milben Zeit zu geben, sich im Bettzeug fortzubewegen. Auf diese Weise locken Sie etwa 80% der Milben in Matratze und Kissen an. Um im Bettzeug enthaltene Milben zu beseitigen, waschen Sie dieses in der Maschine bei 60 Grad ohne Zugabe von Weichspüler. Zur Beseitigung von Exkrementen und anderen noch vorhandenen Allergenen verwenden Sie einen Staubsauger mit HEPA-Filter, vor allem bei den ersten 3 Anwendungen. Bei der Akutbehandlung wenden Sie das Spray einmal pro Woche für die Dauer von 3 Wochen an. So können Sie 99% der in Matratze und Kopfkissen vorhandenen Milben beseitigen. Wenn 1% der Milben in Ihrer Matratze überleben, vermehren sich diese erneut. Aber auch anderweitig eingeschleppte Milben könnten sich in Matratze und Kissen ansiedeln. Sobald die Allergieschwelle überschritten ist, durchschnittlich nach etwa 40 Tagen, setzen die Symptome und Beschwerden wieder ein. Die Neuansiedlung von Milben in Matratze und Kissen kann durch wiederholte monatliche Anwendung des Sprays vermieden werden. Tipps, um Hausstaubmilben von Ihrem Zuhause fernzuhalten. Lüften Sie täglich 15 Minuten lang, vorzugsweise bei kaltem, trockenem Wetter, das heißt weniger als 50% Luftfeuchtigkeit. Lassen Sie die Temperatur 18 Grad nicht übersteigen. Vermeiden Sie Feuchtigkeitskonzentrationen. Schließen Sie die Tür des Badezimmers und lassen Sie Wäsche nicht im Schlafzimmer trocknen. Schlagen Sie die Bettdecke zurück und lassen Sie Tageslicht ans Bett. Wechseln Sie das Bettzeug mindestens 2-mal im Monat und waschen Sie es bei 60 Grad. Verwenden Sie vorzugsweise Lattenroste. Matratzen, Decken und Kissen sollten aus synthetischen Materialien bestehen. Verwenden Sie im Haushalt zur Reinigung einen feuchten Lappen anstelle großer Mengen Wasser. Exhaler! Befreien Sie sich von Ihrer Milbenallergie!